Wenn ich keine Musikerin wäre, würde ich reisen und Gedichte schreiben, verkündet Nelly Furtado. Die Europäer sind ganz froh, dass sich Nelly dann doch für den Job im Aufnahmestudio entschieden hat. Turn off the light bleibt auf der 10. Wir sind in der Lage, in jedem Song eine Botschaft rüberzubringen, ohne dabei zu predigen, finden City High. Sie sind offensichtlich nicht die Einzigen, die von der Qualität ihrer Songs so überzeugt sind. Denn What Would You Do gelingt ein Riesensprung von der 18 auf die 9. Hey, ich hab gar nicht mit Gary Halliwell rumgefummelt, sagt Basketballstar Dirk Nowitzki. Und er muss es ja schließlich wissen. Er war ja mit dabei, beim Nicht-Fummeln. Im Moment ist er anscheinend nicht der Einzige, der von Gary nichts wissen will. It's Raining Men rasselt diese Woche von der 5 auf die 8. Ich mag Bratwurst und die vielen Käsesorte, die ihr hier habt, schleimt sich Anke Cracker bei den Europäern ein. Mit viel Wurst und Käse in der Wampe verzichtet er diese Woche auf ausführliche Verdauungsspaziergänge und verharrt auf Platz Nummer 7 mit Follow Me. Der Junge wollte schon immer im Mittelpunkt stehen, seufzt Alan Mitchell über seinen Sohn Dryden. Und es sieht ganz so aus, als ob der Junge es endlich geschafft hätte. Seine Alien Ant Farm marschiert von der 8 auf die 6 mit dem Jaco-Cover Smooth Criminal. Jetzt ist es raus. Der Papa von Enya war früher mit seiner eigenen Band unterwegs und hat irische Balladen im Glenn Miller-Stil gespielt. Glücklicherweise hat seine Tochter ihren eigenen Stil gefunden. Only Time ist weiter auf dem Vormarsch und verbessert sich von 6 auf 5. Ich bin nicht nur eine Rapperin, ich bin viel mehr, versichert Eve. Stimmt, diese Woche ist die Frau beispielsweise auch die neue Nummer 4 der European Top 20. Übel ist das zwar nicht, aber letzte Woche war Let Me Blow Your Mind halt noch ein bisschen erfolgreicher, auf Platz Nummer 3 nämlich. Alicia Keys bringt demnächst eine neue Single raus und das dazugehörige Video ist auch schon abgedreht. Während die Welt gebannt auf A Woman's Worth wartet, schleicht sich Fallen in den European Top 20 ein Stück weit nach oben, von der 4 auf die 3. Wir sollten für Mariah Carey beten und sie wissen lassen, dass wir sie lieben, findet Mary J. Blige. Nun ja, im Moment haben die Europäer leider dafür überhaupt keine Zeit, weil sie ständig Marys aktuelle Single hören müssen. Family Affair verteidigt tapfer Platz Nummer 2. Wenn man alle Fjorde und Buchten zusammenrechnet, beträgt die Gesamtlänge der norwegischen Küste sage und schreibe 21.000 Kilometer. Einmal halb um die Erde. Was macht der Norweger also am liebsten? Logisch, angeln. Und wenn er nicht angelt, dann kocht er eben Fischsuppe und hört dabei Kylie Minogue. Kein Wunder also, dass die Australierin die aktuelle Nummer 1 der norwegischen Charts ist. Doch wie kommt es, dass sie auch die Charts in Österreich, den Niederlanden, in Dänemark, Griechenland, Estland, Irland, Italien, Jugoslawien, Lettland und Ungarn anführt? Wird er etwa auch so gerne geangelt? Wir stehen vor einem massiven Rätsel. Hier ist also die alte und neue Nummer 1 unserer MTV European Top 20, Kylie Minogue mit Can't Get You Out of My Head. Ich meine, sadistische Menschen würden jetzt wahrscheinlich glauben, das denkt der Fisch sich auch, wenn er den Köder gebissen hat von der Angel. Okay, was wesentlich angenehmeres, hier ist Kylie. Hoppenruf, wir sehen uns nächste Woche wieder. Viel Spaß.